Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen After Effects Tutorial. Und das Projekt, was wir uns heute anschauen, ist das folgende. Und wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, dass hier eine ganze Menge verschiedener Sachen passieren. Und zwar bewegt sich hier alles Mögliche passend zur Musik. Und das ist auch die Hauptsache, die ihr hier lernen könnt, nämlich wie man Sachen automatisch passend zur Musik animieren kann, mit Hilfe von Eye Expressions. Und das heißt also, alle diese Bewegungen hier sind nicht gekeyframed, sondern ergeben sich vollkommen automatisch aus der Musik. Okay, wie funktioniert das? Heute in diesem ersten Teil sehen wir uns diese Bewegungen dieser Schieberegler an und in den späteren Teilen gucken wir uns dann noch hier diese Lautstärkeanzeige und diese zusätzlichen Elemente hier an. Also in diesem ersten Teil erstmal geht es um diese Schieberegler hier. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, nämlich eine Komposition Mixer, wo hier im Hintergrund schon die Musik liegt. Das ist hier so eine Wave-Datei und dann haben wir ein Hintergrundbild und dann haben wir hier diese verschiedenen Regler, die wir bewegen wollen. Und jeder von denen ist schon eine eigene Ebene. Also was ich da gemacht habe, ist die in Photoshop freizustellen und den Hintergrund ein bisschen zu ergänzen. Und jetzt haben wir die hier so als eigene Ebenen, die wir hier auch einfach wunderschön bewegen können, wenn wir das wollen. Okay, um jetzt hier ein bisschen besser arbeiten zu können, sperre ich mal hier noch den Hintergrund. Den brauchen wir ja nicht. Nicht, dass wir den versehentlich mal verändern. Und so, wenn wir jetzt Sachen passend zur Musik animieren wollen, ist der erste Schritt immer, dass wir gucken, dass wir die Musik auch in unserem Projekt hier, in unserer Zeitleiste drin haben. Und dann gehen wir nach Animation, Keyframe Assistent, Audio in Keyframes konvertieren. Und was dann erzeugt wird, ist hier eine neue Ebene, die sich Audioamplitude nennt. Und auf der gibt es dann drei Effekte, nämlich linker Kanal, das ist die Lautstärke des linken Kanals, rechter Kanal und dann gibt es eben noch beide Kanäle. Ich lösche hier linker und rechter Kanal, weil wir uns nur die Lautstärke beider Kanäle zusammen ansehen wollen. Wenn wir da reingucken, ist das so ein Schieberegler und der hat jetzt hier jede Menge Keyframes. Und diese Keyframes geben sozusagen zu jedem Zeitpunkt genau die Lautstärke oder die Audioamplitude der Musik an. Ja? Und genau diese Werte können wir jetzt benutzen für unsere Animationen. Dazu starte ich jetzt mal Eye Expressions. Gehe hier auf Fenster und, okay, ihr seht das jetzt hier nicht, aber da wähle ich jetzt Eye Expressions aus. So, das habe ich hier unten. Das ziehe ich jetzt mal lieber hier hin. So, und aus der Bibliothek wählen wir jetzt die folgende Eye Expression aus. Unter Linking gibt es hier jetzt Linear Link 2D. Wir können auch diese Audio Expressions benutzen, das werden wir später tun, aber die einfachste Möglichkeit, Sachen zu so einer Lautstärkeamplitude zu bewegen, ist dieser Linear Link, weil mit diesem Linear Link kann man beliebige Eigenschaften passend zu einem Schieberegler bewegen. Ja, dieser Schieberegler muss jetzt nichts mit Musik zu tun haben, da könnt ihr auch selber euch einfach einen Schieberegler erzeugen oder so. Aber wir benutzen das jetzt halt, um das passend zu der Musik zu animieren. Und was wir animieren wollen, sind ja die Positionen dieser Schieberegler hier. Ja, also dieser Elemente hier im Bild. Und da das ja 2D-Ebenen sind, ist es also ein 2D-Wert, den wir da animieren müssen. Also wählen wir den Linear Link 2D aus. Okay, dieser Linear Link 2D mag auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aussehen, weil der hier so viele Parameter hat, aber wir gehen die Stück für Stück durch und sehen, dass das ganz einfach ist. Ja? Also die erste Geschichte, die man dieser I-Expression erklären muss, ist, auf welches Signal möchtest du denn gerne reagieren? Also auf was passend zu was soll denn hier etwas bewegt werden? Und wir wollen, naja, passend zu dieser Lautstärke hier, also zu diesem Schieberegler bewegen. Das heißt, das verlinken wir jetzt damit. Das nächste, was die I-Expression wissen muss, ist, okay, dieser Schieberegler, welchen Wertebereich hat er denn? Also was für Werte kommen denn hier vor? Was ist denn da der minimale und der maximale Wert? Das muss nicht präzise sein. Wir gucken, hier am Anfang hat das 56. Naja, und das meiste andere ist so da drunter. Ja, wenn wir da so durchgucken, grob keine Zahl größer als das bisher dabei. Man kann natürlich auch hier unten in diese Datei reingucken und sehen, wo sind hier die hohen Peaks, ja, und da mal den Wert sich angucken. Also hier ist zum Beispiel so ein hoher Peak. Da ist jetzt die Lautstärke hier 49. Ja. Also gut, wir gehen mal davon aus, es gibt keine Werte höher als 60 grob. Also Werte dieser Schieberegler hier zwischen 0 und 60. Und jetzt müssen wir sagen, okay, das Ding, was jetzt dazu passend sich bewegen soll, in dem Fall also diese Schieberegler, wir fangen hier mal mit diesem untersten Schieberegler an. Welchen Wert hat der denn? Also welchen Wert hat der denn,
wenn die Musik beim Minimum ist, dann soll der hier sein. Ja, also nicht 0,0, sondern, gucken wir mal, dieser Schieberegler, diese Position ist diese hier, 167,5 und 340. Und wenn jetzt die Musik lauter wird, soll der sich hier hochbewegen, sagen wir mal, an diese Position. Ja, das ist also die Position 325,5. Das soll bei der maximalen Musiklautstärke soll er sich da befinden. 325,5 und 286,0. So, wenn wir das jetzt hier auf diesen Schieberegler anwenden, sehen wir uns mal das Resultat an. Wir sehen, der fängt jetzt hier also an, wild rumzuwackeln. Und bewegt sich jetzt also genau passend zur Musik. Ja? Genau das gleiche könnten wir jetzt natürlich mit diesen anderen Schiebereglern hier auch machen, nur dass wir halt diesen Value für Min und Value für Max, also den Wert für die minimale Lautstärke und den Wert für die maximale Lautsprecher entsprechend auf diese anderen Positionen setzen, dann würden die sich alle so mitbewegen und das würde aber nicht so furchtbar schön aussehen, weil die sich alle exakt gleich bewegen würden, ja? Alle immer gleichzeitig hoch und runter. Das kann man jetzt auf verschiedene Arten anpassen. Die einfachste Sache, was man machen kann, ist zu sagen, wir gehen hier in diese Link-Optionen rein. Ja, wir gehen hier auf diesen, klicken auf dieses Dreieck und hier haben wir jetzt verschiedene Parameter, die wir ändern können für diese Lautstärke. Also, ja, vielleicht zeige ich euch das wirklich ganz kurz mal. Ich mache erstmal hier diesen zweiten Schieberegler, sonst wird das alles so abstrakt. Da gehen wir hier also auf, der Wert soll bei 0 sein. 128, 291,5 und wenn die Ebene ganz laut ist, soll der hier oben liegen, 286 und 244,5. So, das wenden wir jetzt hier an. Und jetzt sehen wir, der bewegt sich auch, aber er bewegt sich natürlich genau gleich, weil er sich genau auf das gleiche Signal bezieht. Jetzt können wir aber diese Verlinkung hier anpassen, wie gesagt, in diesen Optionen. Ja? Also eine Sache, die wir zum Beispiel machen können, ist sagen, naja, der soll nicht ganz so stark aus sich bewegen, was so viel heißt, wie wir können das hier skalieren. Zum Beispiel 50% um 0 heißt sozusagen, alle Werte haben nur die halbe Größe, also das Signal, auf das dieser Schieberegler oder dieser Link-I-Expression hier reagiert, hat nur die halbe Stärke. Wenn wir das hier anwenden, dann sehen wir jetzt, der schlägt auch aus, aber er schlägt halt nur halb so stark aus, ja, weil wir hier das Signal einfach um 50% verkleinert haben. Eine zweite Sache, die wir noch machen können, ist einen zeitlichen Abstand definieren. Das heißt so viel wie, es wird nicht der Wert vom aktuellen Frame genommen, sondern immer von einem entsprechenden Wert davor oder dahinter. Ja, also wenn wir hier zum Beispiel den Wert 10 einstellen und ich setze diese Skalierung mal nochmal auf 100% zurück, anwenden, dann sehen wir, dass dieser Schieberegler sich auch bewegt wie der hier, aber mit einer entsprechenden Verzögerung. Ja? Also heißt so viel wie, wenn der sich hoch bewegt, bewegt der sich erst 10 Frames später hoch. Ich mache da mal einen kleineren Abstand, 2 Frames vielleicht, sieht man dann unter Umständen besser. Da sieht das also gleich schon deutlich unregelmäßiger aus, sozusagen hier macht der vorderen Ausschlag und zack, jetzt kommt der hintere nach. Ja? Wir sehen also jeweils, der hier kommt immer mit einer Verzögerung von 2 Frames diesem hier hinterher. Okay, mit diesen Optionen, die kann man natürlich auch kombinieren, dass der ein bisschen später und trotzdem noch schwächer reagieren soll und so weiter. Da kann man also schon eine Menge machen. Noch interessanter wird es aber, wenn man nicht einfach nur mit so einem Linear-Link die Geschichten hier verlinkt. Ich hebe hier diese I-Expression nochmal auf, indem ich hier so ein Ungleichzeichen setze und den nochmal dahin zurückschiebe. Was wir jetzt stattdessen machen wollen, ist in dieser Audioamplitude bestimmte Beats zu detektieren. Ja? Und was wir dazu brauchen, ist in der Bibliothek unter Audio Eye Expressions diese Beat-Detektoren. Da gibt es den Beat-Detector from Marker, Threshold und Automatic. Wir gucken uns zuerst mal diesen Automatic an. Ich klicke mal auf OK.
Und was der macht, ist, der guckt sich im Endeffekt diese Audio-Waveform, also dieses Bild hier sozusagen, kann man sich fast vorstellen, an. Ja? Und in diesem Bild probiert er Teile zu identifizieren, die wiederkommen. Also ich kann ihm zum Beispiel sagen, hier dieses Ding hier, das ist so ein relativ charakteristisches Dreieck. Ja? Da sehe ich irgendwie dieses Dreieck hier, das sieht irgendwie nochmal ziemlich genauso aus. Ja? Da kann ich ihm sagen, an dieser Stelle möchte ich jetzt, also da weiß ich, dass da ein Beat ist, da möchte ich einen haben. Das ist in dem Fall jetzt Frame Nummer 13. Ja. Übrigens, wenn ihr hier nicht die Frame-Nummern stehen habt, ich habe im Moment also die Anzeige der Frame-Nummern, könnt ihr mit der Steuerungstaste gedrückt hier draufklicken und dann ändert sich das hier. Ja. Und da wählen wir eben diese Anzeige, die hier den aktuellen Frame anzeigt. Also wir sagen zum Beispiel, dieses Dreieck hier, das möchte ich jetzt wiederfinden. Ja. Ich möchte überall einen Beat haben, wo das hier so aussieht wie dieses Dreieck. Das kann man ganz schön sehen, wenn man hier auf die Hilfe klickt. Wird jetzt also ein Webbrowser geöffnet. Ah, den habe ich jetzt gerade nicht offen, deswegen dauert das hier ein bisschen, weil der Rechner mit der ganzen Aufnahme etwas langsam ist. So, aber hier sehen wir jetzt die Hilfe von der Eye Expression. Da sehen wir hier so ein Bild, ja. Also ich kann hier ein Beispiel-Frame vorgeben, an dem so ein bestimmter Beat ist. Und dann findet er alle anderen Vorkommen innerhalb der Datei, die so ähnlich aussehen. Das funktioniert also, wenn diese Wave-Datei hier oder wenn diese Visualisierung so aussieht, dass man da irgendwie auch von Hand her sozusagen oder manuell mit dem Auge ganz gut hier solche Teile wiedererkennen kann, dann kann das diese Eye-Expression auch tun. Okay. Wir sagen also jetzt an diesem Frame, dieses Ding hier wollen wir irgendwie wiedererkennen. Hier kann man auch eine Toleranz angeben, die sagt, wie ähnlich müssen denn die Sachen sein, damit das Ganze wirklich ein Beat ist. Okay, und jetzt müssen wir das Ding natürlich noch anwenden. Wir wollen jetzt diese Original-Audio-Amplitude hier beibehalten für diesen ersten Schieberegler und nur diesen zweiten hier passend zu diesem Beat-Detektor-Automatik animieren. Deswegen nehme ich die hier und gehe auf Bearbeiten, duplizieren. Ja, und diese zweite Kopie nenne ich dann jetzt zum Beispiel Beat 1, weil wir nachher noch andere Beats haben. Die schiebe ich mal hier unten drunter. Und da wenden wir das Ganze jetzt auf diesen beide Kanäle Schieberegler einfach mal an. Anwenden. So. Jetzt müssen wir mit diesem Schieberegler natürlich auch noch irgendwas machen. Weil wir sehen hier schon, der zeigt hier gerade 100, weil an dieser Stelle 13 eben dieser Beat ist. Wenn ich jetzt hier weitergehe, geht er zurück. Ja, und hier kommt zum Beispiel nochmal 100. Das heißt, an dieser Stelle geht er davon aus, naja, dieses Dreieck hier, das ist so ähnlich wie das hier. Ja? Also hier hat er einen Beat gefunden, hier hat er schon den nächsten gefunden, weil er sagt, dieser Bereich, der sieht ziemlich ähnlich aus wie der hier. Ja? Wenn wir das nicht haben wollen, können wir hier die Toleranz enger stellen. Können wir zum Beispiel sagen, wollen hier eine Toleranz von 5 haben. Wenden wir das mal nochmal an. Wir sehen hier im Moment, zeigt er an, jupp, an der Stelle habe ich was gefunden. Wenn wir jetzt die Toleranz verkleinern, dann geht er hier zurück auf 3. Er ja, sagt er, nee, das sieht doch nicht so ähnlich aus wie das hier. Und so kann man jetzt hier dann weiter durchgucken. Okay, aber wir wollen jetzt ja mit diesem Wert auch irgendwas machen. Ja, und wir wollen damit diesen zweiten Regler hier verwenden. Ja, das könnten wir wieder mit diesem Linear Link machen. Das geht aber, wenn wir diese Beat-Detektoren benutzen, noch viel einfacher. Da gehe ich hier in die Bibliothek und wähle aus unter Audio dieses Change on Beat. Ja, Change on Beat heißt sozusagen zum Beat verändern. Also wenn immer ein Beat ist, möchte ich das verändern. Und was wir verändern möchten, ist ja die Position dieser Ebene, also eine 2D-Eigenschaft. Also Change on Beat 2D. Klicke ich OK. Und die ist also hier sehr einfach von den Werten. Ich muss hier nämlich einfach nur den Beat verlinken. Das ist also dieser Schieberegler, auf den wir diese Audio Beat Detector Eye Expression angewendet haben. Die verlinke ich hier. Und jetzt muss ich sagen, okay, wann immer ein Beat ist, was soll denn dann mit meiner Eigenschaft passieren? Und ich kann da entweder zu meinem Originalwert was hinzufügen. Also hier, das würde sozusagen heißen, das um 100 Pixel nach rechts und nach unten zu verschieben. Oder wir können sagen, replace original value, also den Originalwert ersetzen. Und das wollen wir hier. Wir wollen nämlich an jedem Beat diese Position hier, die original also hier ist, durch diese Position ersetzen. Ja? Diese Position ist also 285 und 244,5. So, da soll sie hin, wenn der Beat ist, und wenn nicht, schieben wir sie ganz normal hier hin. Ja, das ist jetzt der Originalwert. Und wenn wir diese Eye-Expression jetzt anwenden, bedeutet das, wann immer du hier ein Beat-Signal hast, verschiebe sie an diese Stelle.
ja, anwenden. So, gucken wir uns das mal an. Sehen wir also immer, wenn ein Beat ist, zack, springt die da hoch. Ja, mehr Beats scheint sie jetzt hier nicht gefunden zu haben. Ja, ist jetzt also so ein bisschen unregelmäßig und wir können mal gucken, wie gesagt, diese Stelle hier, dieses Dreieck war der Teil, wo wir gesagt haben, da geben wir ein Beat vor, Frame Nummer 13. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wo er sonst noch überall ein Beat gefunden hat. Ja. Zack, an dieser Stelle. Ja, also er sagt, dieser Bereich hier sieht dem hier ziemlich ähnlich, ja, kann man schon so sagen, also deutlich ähnlicher als alles, was hier so dazwischen lag. Und hier findet er überall nichts mehr Ähnliches. Und hier hat er nochmal was gefunden. Ja, an dieser Stelle, da ist nochmal so ein relativ breites Dreieck, was er da so erkannt hat. Ja. Jetzt müssen das natürlich nicht solche Dreiecke sein, die man detektieren kann. Und wie gesagt, wenn euch das jetzt zu viel oder zu wenig ist, was der gefunden hat, dann können wir hier immer nochmal auf diesen Beat-Schieberegler gehen und den laden und hier diese Toleranz anpassen. Ja? Also je weniger Toleranz, desto strenger ist er sozusagen und je mehr Toleranz, desto, naja, auch so Sachen, die nicht so ganz ähnlich aussehen, betrachtet er dann auch als Beat. Okay, jetzt zeige ich euch noch, dass man nicht nur solche klar lauten Elemente hier als Beats erkennen kann, sondern wir können natürlich auch sowas sagen, wie wir haben hier so einen Bereich, da ist gerade Stille. Ja, und hier kommt nochmal so ein kurzer Stille-Bereich vor. Ja? Und wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen hier so in der Nähe der Ende dieser Stille, da hätten wir gerne ein anderes Signal, wo wir zum Beispiel den dritten Schieberegler dran binden möchten. Ja? Das wäre jetzt hier Frame Nummer 36. Da kann ich jetzt diesen ersten Beat hier nochmal duplizieren, Steuerung D, und habe jetzt hier also einen zweiten Beat, schiebe ich mal da drunter und hier möchte ich jetzt auf den Effekt, hier möchte ich jetzt von Frame Nummer 36, wie gesagt, einen Beat haben. Ja? 36 ist also hier diese Stelle, wo es hier gerade ganz still ist und wenn ich das jetzt anwende, auf diesen Schieberegler hier anwenden, sehen wir, zack, an dieser Stelle haben wir eine 100. Ich mache vielleicht diese Schieberegler hier mal ein bisschen zu, dass wir mal gleichzeitig unten diese Wellenform. Ich mache die Schieberegler hier gerade mal scheu und klicke hier drauf. Ja, also schüchtern. Jetzt sind die alle verschwunden, nur temporär. Okay, jetzt sehen wir also hier, wo die Stille ist, haben wir ein Beatsignal, 100. Und hier zwischendurch haben wir jetzt kein Beatsignal. Und zack, an dieser Stelle kommt die nächste Stille, hat er wieder erkannt, haben wir wieder ein Signal von 100. Super, jetzt haben wir sowas, was uns diese Stille-Elemente hier detektiert. Und da können wir jetzt natürlich genauso wieder unsere Elemente dran binden. Ich hole ja so unsere Schieberegler wieder und nehme hier mal, machen wir mal gleich den dritten und den vierten gleichzeitig. Ja, also wir wollen den hier oben haben. Oder machen wir es ruhig nacheinander. Drei Positionen. In der Bibliothek brauchen wir wieder diesen Change on Beat 2D. Ja. Wir wollen bei dem Beat diesen Wert hier haben, also 250, 208, 250, 208,5. Und als Beat wollen wir eben diesen zweiten Beat hier haben. Ja. Den linke ich also hier hin. So. Und wenn kein Beat ist, wollen wir hier unten sein. Also deswegen hier ist der normale Keyframe-Wert. Ja, den könnten wir jetzt auch im Laufe der Zeit animieren, wenn man da noch komplexere Sachen machen möchte, aber brauchen wir jetzt nicht. Den wenden wir jetzt hier an. So, was ist jetzt passiert? Ah, ich habe hier unten versehentlich Add to Original Value gesagt. Ja, das heißt, der addiert jetzt 250, 208, wann immer ein Beat kommt. Wir sehen also, wenn kein Beat ist, ist er hier. Und jetzt schiebt er das hier, wandert der in diese Richtung. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen hier replace, also den Originalwert ersetzen. Ja? Wenden wir das an. Jetzt läuft er nochmal schön hier auf der Bahn, wie wir das haben wollen. Ja? Zack, wir sehen also, der reagiert jetzt auf ein anderes Element als der hier. Was ich euch an der Stelle jetzt auch mal zeigen kann, ist, dass man diese Beats selber auch noch verändern kann. Ich lade jetzt mal hier diese iExpression für diesen Beat nochmal rein.
Ja, und bisher haben wir immer nur diesen Beispielbeat und diese Toleranz hier angegeben. Eine andere ganz tolle Sache, die wir auch haben, sind diese Fade-In-and-Out-Optionen. Das heißt, wenn ein Beat ist, wie schnell soll denn das Element darauf reagieren? Also im Moment ist es so, wenn hier der Beat jetzt kommt, gucken wir auf den Schieberegler da, zack, springt er plötzlich dahin und dann fährt er so langsam wieder zurück. Ja, das ist, weil wir überhaupt kein Fade-In haben, also er springt beim Beat sofort dahin und dann Fade-Out ist 10. Das heißt, über 10 Frames läuft er dann langsam wieder zurück, wenn der Beat vorbei ist. Wir können jetzt stattdessen zum Beispiel sagen, wir wollen ganz langsam einfaden, 30, und überhaupt nicht ausfaden, ja, 0. Wenn ich das hier auf diesen Beat anwende, dann passen sich jetzt alle Elemente, die daran verlinkt sind, also im Moment nur dieser Schieberegler, automatisch an. Und wir sehen, dass er jetzt, wenn der Beat kommt, langsam hochläuft, ja, und dann abrupt zurückspringt, weil jetzt das Ausfaden hier einen Wert von 0 hat. Ja, das ist also gleich ein ganz anderer Effekt als vorher. Natürlich kann man das auch kombinieren und hier zum Beispiel sagen, wir wollen es aber auch ein bisschen zurückfaden und nicht so ganz abrupt zurückspringen lassen. Wenn wir das anwenden, ja, dann sehen wir, dass er jetzt so entsprechend hier zurückspringt. Okay, den hier wollen wir jetzt so ähnlich bewegen wie den, nur etwas zeitlich verzögert. Ja, das heißt, wir nehmen uns von dem hier mal die iExpression. Ich klicke hier auf Laden, jetzt haben wir die hier drin. Und jetzt muss ich für diesen Schieberegler hier eigentlich nur die Position anpassen. Ja? Also wir wollen, wenn der Beat da ist, die Position hier oben haben. Das ist also 2225, 2225. Und 175,5. So, der Rest bleibt gleich. Das wenden wir jetzt hier an. Ah, und wir müssen natürlich ihn zurückschieben auf diese Position hier, wenn kein Beat ist. Ja. Also diese Position gibt ja an, was ist, wenn der Beat ist. Und den Rest können wir nochmal, die normale Position können wir ganz normal hier über Keyframes einstellen. Okay, anwenden. Und jetzt sehen wir nochmal, dass, habe ich hier wieder irgendwas falsch gemacht? Ich schalte hier die iExpression gerade nochmal ab. Okay, jetzt bewegt sie sich korrekt. Und habe ich mich vertippt bei dem Wert? Hier oben haben wir eine, okay, hier an dieser Stelle habe ich mich einfach vertippt, ja, 223,5, 223,5. Gut, jetzt schiebe ich es nochmal zurück an ihren Originalwert, wo sie hingehört. Ja, also wenn ihr iExpressions temporär abschalten wollt, einfach auf dieses Symbol hier klicken und so anwenden. Jetzt sehen wir, dass diese beiden sich genau gleich bewegen. Ja, wie wir das vorher auch schon mal gezeigt hatten, bei diesem einfachen Linear Linking, bei den Beats ist das eben ganz genauso. Und genauso wollen wir jetzt, um das noch ein bisschen interessanter zu machen, hier diesen zweiten auch wieder zeitlich etwas verzögern. Das heißt, ich gehe hier wieder in die Optionen von diesem verlinkten Beat rein und sage, nein, wir wollen einen zeitlichen Abstand von, sagen wir mal, 3 Frames. Ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache, muss man ausprobieren. Wenn ihr es übrigens haben wollt, dass der nicht verspätet kommt, siehst du, jetzt ist der 3 Frames später, sondern früher, dann könnt ihr auch so einen Wert hier wie -3 zum Beispiel eintragen. Okay, für den letzten Schieberegler hier oben, Schieberegler 5, der jetzt noch übrig ist, möchte ich euch noch einen anderen Beatdetektor zeigen, nämlich den Beatdetektor from Marker. Dazu gehe ich nochmal in die Bibliothek und wähle hier in den Beat-Detektoren unter Audio, nicht diesen Automatik, wo man wie gesagt einen Frame vorgibt und er findet dann so ähnliche Stellen, sondern bei diesem Marker. Okay, dieser Marker-Beat-Detektor ist ganz einfach, der guckt sich nämlich gar nicht wirklich diese Musik hier selber an, sondern guckt nur, wo hast du denn Marken gesetzt. Das heißt, du kannst selber über Marken ganz bequem spezifizieren, wo Beats sein sollen. Ich nehme nochmal dieses Beat-Signal hier und gehe auf Bearbeiten, Duplizieren. Und der Beat 3 ist es also unser Marker-Beat. Ja. Da gehe ich nochmal auf diesen Effekt, beide Kanäle, Schieberegler
und wende das auf den an. So, und wir sehen, jetzt ist der Beat überall 0, weil wir einfach gar keine Marker haben. Ja. Wenn ich jetzt dann auf Ebene Marke hinzufügen gehe oder diesen Stern auf dem Ziffernblock drücke, ja, zack, haben wir an der Stelle eine Marke und sofort wird das hier 100. Ja, und geht jetzt wieder langsam so zurück. Und genauso können wir wieder diese Fade-Out-Optionen einstellen. Und in der Summand ist sozusagen so, am Marker habe ich einen Wert von 100 und dann geht er über 10 Frames langsam wieder zurück. Okay, jetzt müssen wir diese Marken irgendwie passend zur Musik setzen. Ich gehe jetzt mal auf diese Marke löschen. Und das können wir machen, wenn wir die Komma- oder Entfernen-Taste auf dem Ziffernblock drücken. Ich mach das hier mal. Dann sehen wir, dass die Musik sofort anfängt abzuspielen. Und während die Musik spielt, können wir dann also mit diesem Marke hinzufügen, mit diesem Stern auf dem Ziffernblock, unsere Marken live setzen, passend zur Musik. Das ist so, wie wenn ich jetzt mit dem Beat irgendwie mitklatschen würde und anstatt zu klatschen, drücke ich einfach diese Ziffernblock-Taste. Ja, ich mache das mal. Einfach so, wie ich im Gefühl habe, dass das irgendwie nett aussehen würde. Okay, ich habe hier einfach mal immer so, wo ich dachte, zwei solche Marken gesetzt. Zwei, weil ich will, dass der letzte Schieberegler sich so zack, zack, zweimal hintereinander direkt bewegt. Ja. Und ich würde sagen, wir linken einfach mal diesen letzten Schieberegler da dran, um zu gucken, wie das aussieht. Dazu gehe ich nochmal in die Bibliothek und benutze wieder unter diesen Audiogeschichten hier diesen Change on Beat 2D. Ja, das ist also egal, ob die Beats, mit der wir das verlinken, mit dem Automatik oder mit dem Marker oder mit diesem dritten, erzeugt wurden. Alle Beat-Detektoren erzeugen in dem Sinne gleich gut verwendbare Signale. Okay, wir linken jetzt also hier an diesen dritten Beat. Ja. Und jetzt den Wert müssen wir halt nochmal einstellen für diesen Schieberegler hier. Also wenn der ganz laut ist, soll der sich hier oben befinden, ja. Also erstmal nochmal replace original value, also diesen Wert ersetzen. 189 und 148, 148,5. So. Dann schiebe ich ihn nochmal zurück auf seine Ursprungsposition. Hier mit den Tastatur kann man das sehr genau tun. So. Und anwenden. So. Wenn wir uns jetzt angucken, was macht der? Jetzt kommt der Beat und wir sehen, er schlägt genau zweimal aus. Ja. Ich scroll hier mal ein bisschen hoch, dass man diese Markierungen sieht. Sozusagen, wir haben hier zwei Marker hintereinander und wenn der jetzt diesen Marker näher kommt, zack, schlägt er zweimal hintereinander eben für jeden dieser Marker genau einmal aus. Ja, so, sehr schön. Eine Sache, die jetzt bei dieser Marker-Expression noch richtig praktisch ist, ich lade die hier nochmal rein, das ist die Tatsache, dass ich hier so ein Continue Automatically habe, was so viel heißt wie automatisch fortsetzen. Und die Idee ist, ich habe jetzt ja wie so ein Muster geklopft und habe das hier dreimal wiederholt. Ja? Und wenn die Musik jetzt irgendwie hier nicht, wenn dieses Projekt nicht irgendwie nur ein paar Sekunden lang wäre, sondern ich sag mal ein paar Minuten, dann wäre das ziemlich nervig, das hier komplett durchklopfen zu müssen. Ja, da macht man irgendwo zwischendurch vielleicht nochmal Fehler oder so, oder dauert einfach ziemlich lange. Also hier habe ich jetzt ja keine Beats gesetzt und deswegen bewegt sich der Schieberegler hier in dem Bereich auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier bei dieser Expression dieses Continue Automatically anmarke und das nochmal bewege, dann sehen wir auf einmal, hier an der Stelle kommen auch diese beiden Klopfer. Ja, hier bewegt er sich auch zweimal. Ich mache mal gerade RAM-Vorschau von dem Bereich. Also wir sehen jetzt, hier kommt zack zwei Bewegungen. Wenn er hier hinkommt, wird er gleich noch zweimal ausschlagen. Zack, zack. Und hier ungefähr ist jetzt das dritte Mal. Ja. Zack. Da setzt er das jetzt wirklich nochmal genau einfach so fort. Ja. Heißt so viel wie, der erkennt, jetzt sehen wir nochmal zwei. Ja. Ja, ist also sozusagen
egal, man macht hier nur an ein paar Stellen, und zwar mindestens dreimal muss man dieses Muster wiederholen, das kann auch öfters sein, und dann erkennt er dieses Muster und setzt das automatisch nach vorne und nach hinten fort, sodass man nicht über seine ganze Komposition hinweg Marker setzen muss. Okay, damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Ideen gegeben, wie man also mit diesen Beat-Detektoren ziemlich komplexe Sachen ganz einfach mit iExpressions umsetzen kann. Im zweiten Teil gucken wir uns dann diesen Lautstärkeregler an oder diese Lautstärkeanzeige, die hier rechts im Bild am Anfang noch zu sehen war, und nachher noch einige fortgeschrittene Sachen. Okay, also ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und ihr seid auch im zweiten Teil nochmal dabei.